Achtung, Achtung, dieses Video ist deutschsprachig. Nächste Woche feiert der Chaoshof sein einjähriges Jubiläum. Der Chaoshof, das sind wir, Wolfi, Nini, Katter, Wolf und circa 80 weitere Menschen, die diesen Ort mitgestalten. Dieses Video ist kein Update-Video, es ist vielmehr ein Jahresrückblick, in dem wir über unsere Herausforderungen und Visionen sprechen. Wir sind in den Vorbereitungen für unser Hoffest, das nächstes Wochenende stattfinden wird. Dafür haben wir viele Freundinnen, Kundinnen und Menschen aus der Umgebung eingeladen. Es wird veganes Essen geben, eine offene Teppichbühne und einen Ideenbaum, um die Visionen anderer Menschen in den Chaoshof mit einzubeziehen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam zu feiern, was wir hier im vergangenen Jahr geschafft haben. Das Anlegen der Beete ist ein ziemlicher Aufwand, da der Boden zunächst gefräst und dann der Kompost aufgebracht wird. Dieser wird dann mit der Fräse erneut eingearbeitet. Zu guter Letzt kommt weiterer 10 cm Kompost obendrauf. Diese Aufgabe hatten wir heuer im Frühjahr, jedoch heuer im Herbst und im kommenden Frühjahr werden wir die 49 Beete nach dem gleichen Schema aufbearbeiten. Auch müssen die unter Anführungszeichen alten Beete mit 19 cm Kompost versorgt werden, sodass sie auch in der neuen Saison 24 alles gut gedeiht. Der Boden in der Südweststeiermark ist sehr lehmig und schwer. Wir versuchen, den Untergrund unserer Anbaufläche so wenig wie möglich zu verdichten und das Auflockern im Frühjahr war eine Herausforderung. In Zukunft setzen wir auf bestimmte Gründüngepflanzen, die tief wurzeln und den Boden auflockern sollen. Neben unseren lehmigen Böden hatten wir auch heuer das Wetter nicht auf unserer Seite. Starkregenfälle und ein Juni, der so regenreich war wie seit 15 Jahren nicht mehr, haben leider zu einigen Problemen geführt. Das erste Opfer des niederschlagreichen Jahres waren unsere Kartoffeln. Nach kurzer Zeit hatten bereits im Juni die ersten Kartoffeln Fäule und mussten geerntet werden. Auch hat es die Tomaten nicht ganz verschont. Knapp 60 Pflanzen mussten wir weit vor der Ernte dem Feld entnehmen und konnten keine der bereits heranreifenden Tomaten an diesen Pflanzen verwenden. Eine weitere Herausforderung war die Installation des Bewässerungssystems. Da es nicht die eine richtige Lösung gibt, haben wir sehr viel herumprobiert und versucht, die beste Kombination verschiedener Teilstücke aus dem Baumarkt zu finden. Das hat sehr viel Zeit gekostet, sodass wir jetzt noch immer nicht ganz alle 40 Beete mit dem System bewässern. Einige Sachen, die wir heuer einfach verschwitzt haben und nächstes Jahr eher angehen müssen, ist ein ordentlicher Kalender, welcher übers Jahr hinweg uns die Ernte sowie Nachpflanzungszeitpunkte anzeigt. Auch müssen wir nach der Direktsaat etwas genauer nachpflanzen bzw. neue Saaten vornehmen, wo diese nicht aufgeht. Gleiches gilt für das Nachbesetzen von Jungpflanzen, da wir heuer drauf gekommen sind, dass einzelne Beete nach dem Ernten kahl blieben. Nun kommen wir zu den positiven Aspekten im vergangenen Jahr. Aus uns unbekannten Gründen hatten wir zum Beispiel kaum Schnecken. Das Positive am Wetter ist, dass wir nie zu wenig Wasser hatten. Und das Gemüse, das bei weitem am besten gewachsen ist, sind die Buschbohnen. Unsere Kundinnen lieben sie.
Nebst unseren Teichen ist eine der besten Sachen, die uns passiert ist, unsere Werkstätte. Diese ist dank unserem Vorgänger mit vielen tollen Maschinen ausgestattet, die eher im gewerblichen Bereich verorten sind als in einer Hobbytischlerei. Neben Tischkreissäge, Bandsägen, dicken Hobelabbrechkombinationsmaschine haben wir noch einige andere sehr tolle Maschinen übernehmen dürfen. Diese machen uns einige Projekte erst möglich bzw. reduzieren den Aufwand dieser Projekte drastisch. Sehr glücklich sind wir auch mit unserem bereits vorhandenen Obsthang, auf dem bereits Apfel, Birnen, Zwetschgen und Nussbäume wachsen. Auch die zwei Teiche am Grundstück bringen uns einen großen Vorteil bei der Beetbewässerung und viel Spaß und Abkühlung beim Baden zu jeder Jahreszeit. Eine ganz essentielle Person bei unserem Hof ist einer unserer lieben Nachbarn. Dieser unterstützt uns tatkräftig bei fast allen größeren Projekten, die wir haben. Und einiges wäre nicht zustande gekommen heuer, hätten wir nicht seine tatkräftige Unterstützung bei all diesen Projekten. In dem Sinne, danke dir, Sigi. Wir haben sie schon so oft erwähnt, aber ich habe das Gefühl, es kann nie genug Dankbarkeit unseren vielen HelferInnen gezeigt werden. Im vergangenen Jahr waren ungefähr 80 Menschen bei uns und haben voll Tatendrang bei der Realisierung verschiedenster Projekte geholfen. Gemeinsam macht die Arbeit so viel mehr Spaß und wir bekommen immer wieder neue Inspiration und Motivation durch diese Menschen. Was in den Update-Videos nicht gezeigt wird, sind viele unserer alltäglichen Aufgaben. Wir verbringen zum Beispiel sehr viel Zeit mit Hausarbeit, Rasenmähen, Kundinnenkoordination, Organisation der Wohngemeinschaft und emotionaler Arbeit. Jetzt noch ein kurzer Ausblick auf unsere Vision fürs kommende Jahr am Chaoshof. Wir haben vor, unsere Anbaufläche zu verdoppeln, den Neubau unseres Wohnhauses fertigzustellen und eine Außenküche zum Einkochen und für Feste zu bauen. Außerdem würden wir gerne unseren vorhandenen Obstgarten mit weiteren Bäumen und Sträuchern bepflanzen, sodass über die Jahre ein Waldgarten entsteht. Die Installation einer Photovoltaikanlage ist uns auch ein großes Anliegen. Und um unsere Kreativwerkstatt zu erweitern, arbeiten wir an einer kleinen Keramikwerkstatt.
Mimi,